Kennt ihr das, wenn ihr zu lange in die Sonne guckt und dann überall Punkte seht? Ja, wie ihr anhand der glorreichen Einleitung gesehen habt, geht's heute um den Dalmatiner. Der Dalmatiner gilt als eine der ältesten Hunderassen, die sich bis heute kaum verändert hat. Erste Aufzeichnungen des Dalmatiners oder Hunde, die ähnlich aussehen, weiß also mit schwarzen Abzeichen oder schwarzen Flecken, wurden schon bei Pharaonen vor 2.000 bis 3.000 Jahren gefunden. Im viktorianischen England ist der Dalmatiner häufig als Begleithund bei Kutschen eingesetzt worden, hat in den Stallungen mit den Pferden gelebt und diente dem Adel sowohl als Statussymbol als auch als Jagdbegleithund. Später wurde der Dalmatiner dann unter anderem als Begleithund bei der Feuerwehr in Amerika eingesetzt. Dort war wahrscheinlich seine Aufgabe, vor den Löschkutschen zu laufen und zu warnen, dass die Feuerwehr im Anmarsch ist. Auch wenn der Ursprung sehr weit zurückreicht, gilt als wahrscheinlich, dass die Rasse in Kroatien und dort in der Region Dalmatien begründet wurde, daher auch sein Name. Dalmatiner-Welpen kommen in der Regel weiß zur Welt und entwickeln so nach 14 Tagen die ersten Punkte oder Flecken. Die Flecken- und Fellzeichnung wird uns im Laufe des Videos nochmal begegnen und da werden wir nochmal drüber sprechen müssen. Mit dem Disney-Film 101 Dalmatiner hat der Dalmatiner tatsächlich einen Riesenboom erlebt. Auch nicht unbedingt zu Unrecht, wie wir im Laufe des Videos sehen werden, denn es ist ein toller Hund. Nichtsdestotrotz hat sich damals dann natürlich auch die Riege der schwarzen Schafe in die Rasse eingeschlichen und es wurde schnell viel Geld mit diesen Welpen verdient. Dabei sind aber auch einige Probleme und Baustellen in die Rasse mit reingekommen. Die Fellzeichnung und die Flecken werden für uns ein wichtiger Punkt im Bereich Gesundheit sein, wie wir später sehen werden. Der Dalmatiner wird beim VDH tatsächlich als totaler Tausendsasser beschrieben. Er ist ein Familienhund, er ist ein Laufhund, er ist ein Begleithund. Er kann nach VDH-Angaben mit entsprechender Ausbildung auch als Gebrauchshund geführt werden. In der FCI wird er eingeordnet unter den Lauf- und Schweißhunden. Und diese zwei Worte sollten wir uns merken für den Rassecheck. Im Verlauf des Videos werdet ihr einige Parallelen zu Rassen sehen, die wir schon behandelt haben. Wie aber der Dalmatiner bei uns insgesamt abschneidet, schauen wir jetzt Stück für Stück über unsere Bewertungsmatrix. Wir fangen wie immer an mit dem Punkt Erziehung. Bevor wir die Erziehung des Dalmatiners unter die Lupe nehmen, müssen wir nochmal auf einige Rassebeschreibungen eingehen, die man im Internet findet. Wenn schon der VDH sagt, dass das ein toller Hund ist, ein Familienhund ist, ein Begleithund ist, aber auch mit Ausbildung ein Jagdhund sein kann, dann müssen hier gleich die Ohren so ein bisschen aufgehen. Das werden wir im Laufe des Videos immer mal wieder feststellen. Der Dalmatiner kann im Prinzip alles. Aber halt eben alles auch nicht so speziell gut wie vielleicht manch andere Hunderassen. Der Dalmatiner wurde zwar jagdlich geführt, aber was ist das schon für ein Jagdhund, der weiß-schwarz gepunktet durch den Wald rennt? Da ist die Tarnung halt einfach entsprechend nicht so gut. All diese Punkte weisen auf verschiedene Dinge hin, die wir im Laufe des Videos immer wieder sehen werden. Andere Rassebeschreibungen sprechen beim Dalmatiner auch von einem sturen Hund. Das kann ich nicht bestätigen. Ich würde das Wort stur hier tatsächlich austauschen durch das Wort schnell beleidigt. Der Dalmatiner ist nicht stur, der ist klug, der ist intelligent, der kann tatsächlich mit entsprechender Ausbildung fast alles machen. Das ist schon richtig, da hat der VDH nicht unrecht. Was der Dalmatiner aber auch hat, ist einfach, ja, so ein Hang dazu, die beleidigte Leberwurst zu spielen. Geht es denen zu schnell, dann sind sie beleidigt. Geht es denen zu langsam, sind sie beleidigt. Ist man zu lulli, machen sie nicht mit. Ist man zu streng, machen sie nicht mit. Der Dalmatiner ist hier wirklich ein bisschen speziell. Er gilt als sensibel und schnell lernfähig und das stimmt auch. Trotzdem braucht es aber auch hier so ein bisschen Feinfühligkeit in der Erziehung. Mit ausschließlich strengen Methoden und laut und schroff kommt man beim Dalmatiner nicht weiter. Dann geht sofort der beleidigte Leberwurstmodus an und der macht nicht mehr so richtig mit. Der Dalmatiner ist hier ein bisschen spezieller. Der Dalmatiner braucht zwar schon auch im Zweifel mal eine klare Ansage, wenn es nicht anders geht, aber insgesamt braucht man hier wirklich vor allem Geduld und Ruhe. Denn wie viele andere Hunderassen auch, neigt er dazu, ein bisschen unruhiger zu sein.
Das kann uns in der Erziehung tatsächlich hier und da einen Stein in den Weg rollen. Habt ihr also einen Dalmatiner oder wollt euch einen zulegen, stellt euch darauf ein, dass ihr ein bisschen mehr an der Ruhe arbeiten müsst als vielleicht bei manch anderen Hunderassen. Da ist der Dalmatiner dem Wischler und dem Weimaraner in gewissen Bereichen schon sehr ähnlich. Dazu kommt so diese sensible Art, er ist ein bisschen anhänglicher, da kann man erzieherisch auch tatsächlich beim Alleinebleiben ein bisschen Schwierigkeiten haben. Aber insgesamt bringt der Dalmatiner wirklich eine sehr gute Grundlage mit. Wenn man also so ein bisschen darauf achtet, dass man nicht zu schroff, aber auch nicht zu lulli ist und wenn man eine gute Grundlage hat, früh in den Welpenkurs geht und sich in der Hundeschule begleiten lässt, spricht beim Dalmatiner eigentlich nicht viel dagegen, dass er hier im Bereich Erziehung wirklich gut abschneidet. Ich empfinde den Dalmatiner tatsächlich ein bisschen einfacher als Wischler und Weimaraner. Wir werden häufig die Parallele zwischen den drei Hunden ziehen, weil für viele Hundehalter es sich zwischen diesen drei Hunden tatsächlich entscheidet. Da wir jetzt vor kurzem ja halbe Punkte eingeführt haben und ich den Dalmatiner ein bisschen besser finde, was die Erziehung angeht. Er ist nicht ganz so unruhig, er ist nicht ganz so hibbelig, ja, er ist wetterfühlig und so ein bisschen nass werden an den Zitzen ist auch blöd und so. Aber es ist alles nicht ganz so tragisch wie beim Wischler oder beim Weimaraner, die sind oftmals noch ein bisschen filmschiger. Zumindest die nicht jagdlichen Linien, die ich im Training habe in der Regel. Deshalb kriegt der Dalmatiner hier tatsächlich 4,5 Punkte im Bereich Erziehung und das ist echt ein guter Wert. Weiter geht's. Im Alltagsbereich steht der Dalmatiner nicht zuletzt aufgrund seines Aussehens und seiner positiven Außenwirkung auch durch den Disney-Film sehr, sehr, sehr gut da. Es gibt wenig Menschen, die Dalmatiner beängstigend finden, obwohl es ein Hund ist, der durchaus auch mal 40, 45 Kilo erreichen kann. Im Rassestandard stehen um die 30, 32, 33 Kilo, aber ich habe schon einige Rüden gesehen, die das bei weitem toppen. Der Schmidt zum Beispiel in der Huta war ein etwas kräftigeres Kerlchen. Es gibt also auch Hunde, die, ja, ich sag mal Mitte 30 bis Ende 30 Kilo erreichen und die 40 Kilo knacken könnten. Trotz seiner Größe und seiner muskulösen Art ist aufgrund der Zeichnung und seines, ja, doch hübschen, ansprechbaren Äußeren der Alltag mit dem Dalmatiner eigentlich sehr angenehm. Die meisten Menschen reagieren gut auf ihn. Im Kontakt mit anderen Artgenossen ist der Dalmatiner durchaus respektvoll und angemessen. Hier und da kann es aber aufgrund von anderer Baustellen auch zu Problemverhalten führen. Aber die allermeisten verhalten sich wirklich toll. Der einzige Kritikpunkt, der mir jetzt hier einfällt, ist tatsächlich das höhere Gewicht als zum Beispiel Wischlers und Weimaraner. Denn die sind in der Regel mal eben 5 Kilo leichter. Einen verletzten Dalmatiner zu tragen ist also insgesamt ein bisschen anstrengender. Aber sonst kannst du den überall mit hinnehmen. Im Winter braucht man vielleicht mal ein Jäckchen, damit er nicht friert, weil er halt eben wenig Unterwolle hat. Aber der Alltag mit so einem Hund ist eigentlich sehr angenehm. Gerade mit den Mädels, denn die sind noch ein ganzes Stück, ja, netter im Regelfall, als es die Rüden sind. Die Rüden können schon mal so ein bisschen prolliger sein, weil die natürlich auch sehr körperlich sind. Das ist ein sehr körperbewusster Hund, ein sehr muskulöser Hund. Nichtsdestotrotz, der Dalmatiner steht im Bereich Alltag wirklich auf sehr, sehr solidem Grund. Ich ziehe ihm einen halben Punkt ab wegen der Größe, weil das ein bisschen schwierig sein könnte hier und da und weil in manchen Bereichen einfach ein großer Hund ein bisschen schwieriger zu handeln ist als ein kleiner Hund. In der Bahn könnte es mal eng werden, nicht in jedes Restaurant passt er unter den Tisch, weil das Restaurant vielleicht ein bisschen kleiner ist oder. Dennoch sehr gute 4,5 Punkte für den Dalmatiner im Bereich Alltag, denn es gibt echt wenig, was ihn dort einschränkt, bis auf die Größe. Weiter geht's zum Punkt Motivation. Ich hab's eingangs schon gesagt. Dalmatiner, Wischler und Weimaraner sind sich in vielen Bereichen so ähnlich, dass wir häufig hier die Parallelen ziehen werden. Und wie im Bereich Erziehung erwähnt, ist der Dalmatiner in manchen Bereichen einfach, ja, dem Ganzen sehr ähnlich, aber insgesamt ein bisschen abgeschwächt. Er ist nicht ganz so filmschig, er ist nicht ganz so wetterfühlig, er ist nicht ganz so futtermäkelig. Er bringt einfach ein paar Dinge mit, die ihm insgesamt hier und da einen halben oder einen Punkt mehr einbringen. Im Bereich Motivation ist das genauso. Die Rassebeschreibungen lügen da nicht. Mit dem entsprechenden Training, mit dem entsprechenden Ansatz, mit den entsprechenden Ideen kannst du mit einem Dalmatiner nahezu alles machen. Meiner Erfahrung nach sind die Dalmatiner nicht ganz so spielverrückt, wie es zum Beispiel Wischler und Weimaraner sind. Die sind in der Regel mit Spielzeug ein bisschen besser zu motivieren. Dafür punktet der Dalmatiner hier aber im Bereich Futtermotivation. Auch der Dalmatiner kann hier und da zwar ein bisschen futterwählerisch sein, aber insgesamt empfinde ich die als besser motivierbar als Wischler und Weimaraner, wenn es nur um Futter geht und dazu so ein paar kleinere Baustellchen kommen. Als Beispiel kriege ich für ein Leckerchen den Dalmatiner eher noch auf den nassen Boden ins Platz gelegt, wenn er jung ist, als den Wischler. Die Motivation bei den drei Rassen ist sehr ähnlich. Dennoch finde ich den Weimaraner und den Wischler in einigen Bereichen ein bisschen schwächer, was die Motivation angeht. Und der Dalmatiner hat hier leicht die Nase vorn.
Insgesamt eint aber alle drei Hunde eines. Sie alle haben Lust zu arbeiten und haben auch Spaß an der Arbeit, wenn man den richtigen Weg für sich und den Hund findet. Sie lassen sich hier und da gerne mal ablenken. Das trifft auch auf den Dalmatiner zu. Aber wie gesagt, alles ein bisschen abgeschwächter als bei den anderen beiden Rassen. Ich habe Dalmatiner als motivierbarer kennengelernt und deshalb kriegen sie hier mit 4 Punkten eine etwas bessere Punktzahl als die anderen beiden Konsorten. Es gab noch kein Frühstück, ich bin so ein Monster. Ich hab's. Ups. Wir waren nämlich den Rassecheck schon mal aufnehmen, aber da hat es so geregnet und war so windig, dass ich abbrechen musste. Und jetzt hat es aufgeklärt, guckt euch das Wetter an. Der Wald ist wunderschön, hier war ich noch nie. Richtig, richtig cooler Wald. Ja, und jetzt ziehen wir den Rassecheck durch. Aber die Hunde hatten seit heute Morgen noch nichts zu essen. Und es wird 14 Uhr jetzt gleich. Ich Monster. Kommen wir zum Bereich Auslastung. Wie immer dann, wenn wir einen Hund haben, der motiviert ist und ja, gut zu erziehen ist, durchaus auch als Gebrauchshund genutzt werden kann, müssen wir dem Ganzen im Bereich Auslastung Rechnung tragen. Hier unterscheidet sich der Dalmatiner jetzt dann doch ein ganz klein wenig von Wischler und Weimaraner. Meiner Erfahrung nach ist der Dalmatiner der etwas körperlichere Hund. Die stehen ein bisschen mehr auf Bewegung, auf actionlastige Sachen. Die haben auch Lust auf geistige Auslastung und brauchen die auch zu einem gewissen Teil, aber glücklicher sind sie mit viel Bewegung. Viel Bewegung und lange Spaziergänge ist das absolute Minimum. Und da sollten schon mal 2 bis 3 Stunden am Tag Spaziergang dabei sein, bei denen der Hund möglichst auch frei laufen kann, um diesen Bewegungsdrang loszuwerden. Das hatte seinen Grund, dass er neben Kutschen herlaufen konnte. Das hatte seinen Grund, dass er vor der Feuerwehr herrannte in Amerika. Diese Hunde haben einen sehr hohen Bewegungsdrang und sind daher optimale Hunde für Jogger, für Radfahrer, für Menschen, die reiten als Reitbegleithund, zum Longieren, fürs Agility, Mantrailen, Bikejuring, Zughundesport, was auch immer mit Laufen und körperlicher Anstrengung zu tun hat, da brilliert der Dalmatiner tatsächlich und hat somit einen etwas anderen Fokus als Weimaraner und Wischler. Ja, sie haben auch geistige Auslastung gerne und auch da muss man ein bisschen was mit ihnen tun, aber insgesamt ist es für mich der etwas körperlichere Hund, der Hund, der etwas mehr laufen will. Wir hatten zum Beispiel in der Huta den Schmidt. Der Schmidt war den ganzen Tag in der Hundetagesstätte, also 8, 9, 10 Stunden am Tag und da hat er wirklich viel gespielt und gemacht getan. Und wenn das Wetter gepasst hat, es also nicht zu heiß oder nicht zu kalt war, sind die Besitzer mit dem Fahrrad gekommen. Und Schmidt ist vorher noch mit dem Fahrrad zu Huta gefahren und auch mit dem Fahrrad nach Hause. Und der brauchte das auch, dem tat das gut. Der war nicht jeden Tag in der Huta, ich glaube sondern nur 2 oder 3 Mal die Woche, aber diese Auslastung war für ihn notwendig. Schmidt war ein Muskelpaket ohne Ende im besten Alter und ein kräftiger, netter, ja, aber bewegungshungriger Hund. Dieser Bewegungshunger, den ich jetzt gerade beschrieben habe, ist tatsächlich das größte Manko, das ich Neuhundehaltern immer wieder mitgebe. Wenn ihr nicht gut zu Fuß seid, wenn ihr körperlich nicht in der Lage seid, 35 bis 40 Kilo schweren Hund zu halten, wenn ihr selbst nicht joggen wollt, nicht Fahrrad fahren könnt oder, dann ist der Dalmatiner für euch vielleicht nicht der richtige Hund. Hier sage ich wirklich immer, bist du jung, hast du Bock auf Bewegung, Dalmatiner, coole Rasse. Bist du alt, kannst du nicht mehr so gut, dann kann das immer noch super klappen, weil du ihn vielleicht gut laufen lassen kannst, weil die Erziehung passt, weil er hier im Wald, so wie meine Hunde, einfach Freiheit hat und sich bewegen kann und machen kann, was er will. Wo ist denn der Milan jetzt? Da hinten irgendwo da. Ja, das braucht der Dalmatiner tatsächlich. Stellt sich jetzt nur die Frage, ist es schlimmer als beim Wischler oder Weimaraner? Schlimmer nicht, es ist ein bisschen anders. Wo ich beim Wischler zum Beispiel mehr über den Kopf machen würde, damit Ruhe reinkommt und der Konzentration lernt und Ruhe lernt, würde ich das zwar beim Dalmatiner auch empfehlen, aber den Fokus dann doch mehr auf Bewegung legen. Insgesamt ist es aber vergleichbar. Der Schwerpunkt ist nur ein anderer. Deshalb kriegt der Dalmatiner hier einen Punkt im Bereich Auslastung. Er braucht wirklich Bewegung. Es ist nicht ganz so schlimm wie bei manch anderen Hundenrassen, wie zum Beispiel dem Dobermann, der noch ein bisschen mehr Bums hat. Aber es ist auch kein Hund, wenn ihr eine Couchkartoffel seid. Sehr gut. So. Rückrufen mit Suchspiel. Gaia sucht auch. Unterhalten wir uns jetzt über die Pflege. Wie auch bei vielen anderen kurz- und glatthaarigen Hunden ist hier gar nicht so viel zu tun. Ja, der Dalmatiner, wie andere kurzhaarige Hunde auch, hat quasi das ganze Jahr durch, aber der Aufwand ist verschwindend gering. Ja, es ist ein großer Hund, man muss doch mehr Fläche bearbeiten, wenn er mal nass und dreckig ist, aber mit einem ganz einfachen Gummihandschuh oder mit so einem ganz normalen Gummistriegel für
5 Euro aus dem Fressnapf, komme ich da super hin, die Haare da rauszuholen. Das Schlimme an den Haaren ist eigentlich nur, dass die wirklich überall feststecken. Die sind also ein bisschen, die pieksen ein bisschen hier und da, aber ja, sonst ist da nicht viel zu tun. Er ist hoch genug. Wenn er sich jetzt nicht in jede Matschpfütze schmeißt, wird er auch nicht sonderlich dreckig. Hat ein sehr pflegeleichtes Fell. Auf die Ohren muss man nicht viel achten, weil es halt keine kompletten Schlappohren sind. Und Augen, Ohren, Nase, Zähne, Krallen, alles Standard, alles sehr, sehr einfach. Einziges Manko ist hier einfach nur die Größe. Man hat halt flächentechnisch etwas mehr zu tun, aber wenn ich da einmal im Monat hingucke, dann ist das gegessen und viel mehr braucht es eigentlich gar nicht. Da ist der Milan ein bisschen anstrengender, weil der hat dann doch schon Unterwolle, die du mal rauskämmen musst. Das hast beim Dalmatiner einfach nicht. Für den Winter sollte man sich auf jeden Fall ein Jäckchen holen, damit er sich nicht verkühlt oder erkältet und damit er einfach ja Regen und Kälte geschützt ist. Aber ansonsten ist das ein super pflegeleichter Hund. Hier haben Wischler, Weimaraner und Dalmatiner eins gemeinsam. Easy peasy. 5 Punkte. So, genau, das will nicht hinfallen. Geh mal weg. Weg. Oh, Matsch. Diese Stelle hier ist ein gutes Beispiel für die Dinge, die ich eben angesprochen habe. Hier ist es matschig und nass. Da würde der Wischler auf jeden Fall im Bogen laufen und schön außen gehen auf den Stellen, die nicht ganz so matschig sind. Die Dalmatiner sind da ein bisschen robuster. Die laufen da auch schon mal durch. Der Weimaraner ist, was das Wetter angeht, oftmals noch der robusteste von den dreien. Aber ja, so Matsch und Regen ist für gerade Dalmatiner-Mädels nix. Da sind die Rüden wirklich ein bisschen mehr, ach scheiß drauf, bums da rein. Ja? Platz. Was heißt denn, hast du keinen Platz? Platz. Ja, das ist ein Stock, ne? Leg dich da an. Platz. Jetzt liegst du genau auf dem Stock drauf. Platz. Alle. Ja. Platz. Okay, so. Kommen wir zum Bereich Gesundheit. Hier ist es jetzt wieder ein bisschen komplizierter. Der Beliebtheit nach dem Disney-Film 101 Dalmatiner geschuldet, haben sich auch viele schwarze Schafe natürlich mit dieser Rasse beschäftigt, um möglichst viel Reibach an dem Hund zu verdienen. Durch unseriöse Zucht war somit eine Zeit lang der gesundheitliche Stand beim Dalmatiner nicht wirklich gut. Erbkrankheiten waren immer weiter auf dem Vormarsch. Das hat man jetzt mittlerweile ein bisschen besser im Griff, aber sie sind immer noch da. Der Dalmatiner hat natürlich einige grundlegende Probleme mit Krankheiten. Wie andere Hunderassen in seiner Größe hat auch der Dalmatiner Probleme mit HDED, OCD, also Gelenk- und Knochenproblematiken. Das ist normal bei großen Hunden, die ein bisschen mehr Gewicht mitbringen. Das ist also nicht ungewöhnlich. Beim Dalmatiner kommen aber noch ein paar andere Punkte hinzu. Das schöne Aussehen ist hier Fluch und Segen. Je mehr Weiß in einem Tier steckt, desto schlechter ist es in der Regel. Das trifft man zum Beispiel bei Katzen und bei Hunden gleichermaßen an. Habt ihr einen Dalmatiner, der sehr viel Weißanteil hat, hat er eine erhöhte Chance, taub oder blind zu sein. Gerade wenn die mit blauen Augen zur Welt kommen, ist die Chance nochmal viel höher. Bei Katzen kennt man dieses Phänomen, denn da ist es wirklich ganz schlimm. Merkt euch also bitte eins, gesundheitlich solltet ihr auf euren Hund achten und gucken, wie die aussehen. Die dürfen nicht zu viel Weiß haben und vor allem sollten die schwarzen Abzeichen schwarz sein und nicht so grau. Ja, so ausgeschwärzt, so aufgehellt. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Zusätzlich sind die Wimpernfarben und die Augenlidfarben auch noch ein Indikator. Wenn das alles weiß ist, wenn das alles hell ist, fehlt es dem Hund häufig an Pigmenten. Und fehlende Pigmentierung können auf die Augen oder die Ohren schlagen und diese in Mitleidenschaft ziehen. Es ist nicht unbedingt ungewöhnlich, wenn ihr euren Hund über eBay oder von irgendeinem Vermehrer oder unseriösen Menschen kauft, dass sie Probleme mit den Augen und Ohren haben, also taub oder blind sein können. Entweder teilweise oder sogar ganz. Ich hatte in den letzten Jahren einige Dalmatiner im Training und zwei davon waren leider taub. Hier könnt ihr euch einfach merken, je mehr Weiß im Dalmatiner zu sehen ist, desto schlechter. Bei den Welpen ist das immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil sich die Flecken bis zum ersten Jahr noch verändern können. Aber wenn die Elterntiere schon sehr weiß sind, kein gutes Zeichen. Sind die Augenlider und die Wimpern weiß, kein gutes Zeichen. Sind die Tupfen, Flecken, Punkte nicht wirklich schwarz, sondern eher so grau oder aufgehellt, ganz schlechtes Zeichen. Finger weg von dem Hund. Ja, also Taubheit, Blindheit ist ein großes Problem beim Dalmatiner. Es wird immer besser, aber so richtig weg ist es auch noch nicht ganz. Zusätzlich hat der Dalmatiner ein Problem mit Taurin bzw. mit Harnsäure und Harnstein. Dalmatiner soll man purinarm ernähren. Vor allem Innereien enthalten viel Purin und hier muss man so ein bisschen darauf achten, welches Futter man nimmt. Man kann den Dalmatiner zwar auch gut barfen, sollte aber nicht ganz so viel Innereien verwenden. Auch beim Hundefutter, egal ob trocken oder nass, sollte es nicht ausschließlich das Pansen-Leber-Hirn-Menü sein, denn das kann euch irgendwann um die Ohren fliegen. Dalmatiner haben ein Problem damit, Harnsäure richtig zu verarbeiten.
Und das kann zu Harnsteinen führen, die dann tatsächlich, wenn sie durch den Körper wandern, beim Urinieren auch wirklich zu Schmerzen führen können. Neben diesen drei Punkten kann man vielleicht noch auf Allergien und Hautkrankheiten zu sprechen kommen. Man sagt den Dalmatiner nach, dass er da ein bisschen anfälliger ist. Und ich kenne das auch so. Ich kenne einige, die so ein bisschen schneller Probleme mit der Haut haben, wo man ein bisschen mehr hingucken muss. Aber es ist jetzt auch nicht auffälliger als beim Wischler. Der Milan aber zum Beispiel ist ein Typ, der hat nie Probleme mit der Haut gehabt. Noch nie und wird er auch wahrscheinlich nie. Da ist der Dalmatiner schon ein bisschen anspruchsvoller. Man kann das nicht ganz nachweisen, man kann das nicht ganz auf einen Punkt bringen. Aber die Indizien sprechen schon dafür, dass der Dalmatiner da ein bisschen anspruchsvoller ist und ein bisschen anfälliger auch ist. Und ich habe ihn auch so kennengelernt. Ansonsten ist es ein super robuster Hund. Es gibt noch ein paar andere Krankheiten, die aber nahezu ausgeschlossen sind, wenn ihr einen vernünftigen Züchter an der Hand habt. Wenn ihr euch also einen Welpen holt, wenn ihr einen Dalmatiner haben wollt, achtet darauf, dass Audiotests vor allem von den Eltern und auch von den Welpen gemacht werden. Ein seriöser Züchter lässt das schon beim Welpen prüfen, ob die gut hören oder nicht. Und dann werden die im Zweifel eben mit dieser Einschränkung weitergegeben oder aber, wenn sie halt diese Krankheit haben, eben nicht zur Zucht zugelassen. Ich hatte letztes Jahr zum Beispiel den Pinsel im Training. Letztes oder vorletztes Jahr, weiß ich schon gar nicht mehr. Der war komplett taub. Das war so ein klassisches Ding, ne? Irgendwo über eBay Kleinanzeigen gekauft. Eine Familie, die einen tollen Familienhund haben wollte. Und ist auch ein toller Familienhund, der Dalmatiner. Pinsel ist aber einfach leider Gottes komplett taub. Man hat den Hund genommen, weil er eben so schön ist und nicht so schwarze Flecken hat. Und hätten die sich vorher richtig informiert, wäre es dazu wahrscheinlich nicht gekommen. Es gibt also immer noch diese Hunde, die Probleme mit dem Hören haben und Probleme mit dem Augen haben. Ich hatte... ja, lass es 10 Dalmatiner gewesen sein in den letzten 5 Jahren. Von Welpen in der Huta hatten wir teilweise 3 Stück zeitgleich. Ich hatte 1, 2 Erwachsene im Training und ja, von diesen 10 waren tatsächlich leider Gottes 2 taub. Das kann jetzt ein Zufall sein, das kann aber auch kein Zufall sein. Achtet also bitte darauf, dass euer Dalmatiner hören kann und lasst euch die Untersuchungen vom Züchter zeigen. Der Dalmatiner ist also eine robuste Hunderasse. Ein paar Punkte sind hier ein bisschen schlechter, als es beim Wischler oder beim Marana der Fall sind. Die sind hier und da ein bisschen weniger anfällig, haben weniger intensive Krankheiten, die auftreten können. Der Dalmatiner kriegt hier im Bereich Gesundheit dennoch 4 solide Punkte und zieht zum Beispiel mit Rassen wie dem Border Collie gleich. Schauen wir uns jetzt mal den Jagdtrieb an. In puncto Jagdtrieb ist der Dalmatiner fast schon ein zweischneidiges Schwert. Ich bin eben in den Bereichen Motivation und Auslastung schon ein wenig darauf eingegangen, wie bewegungshungrig und bewegungsfreudig dieser Hund ist. Und genau das kann uns im Jagdtrieb auch um die Ohren fliegen. Eigentlich ist der Jagdtrieb nahezu herausgezüchtet worden aus der Rasse. Die allermeisten Dalmatiner haben sehr wenig bis gar keinen Jagdtrieb. Dennoch, wenn die Bewegung nicht stimmt und wenn die Erziehung noch so ein bisschen Baustellen hat und der Dalmatiner sich nicht richtig ausleben und rennen und toben kann, dann zeigt auch der Dalmatiner Jagdtrieb, denn ursprünglich wurde er auch mal zur Jagd eingesetzt. Der Dalmatiner wurde ja nicht aus der Jagd früher herausgenommen, weil ihm der Wille fehlte, sondern weil er einfach aufgrund seiner Fellfarbe, seiner Zeichnung, wenig Tarneigenschaften mitgebracht hat und ihm das oft zum Verhängnis wurde. Ja, wer toll aussieht, kann halt am Zweifel hier nicht so gut jagen. Nichtsdestotrotz gibt es dieses Erbe in Anführungsstrichen immer noch, sodass ein bisschen Jagdtrieb mal im Hund drin war. In den allermeisten Linien, in den allermeisten Zuchtlinien ist das aber so gut wie verschwunden. Hier hatte Dalmatiner seinen beiden direkten Konkurrenten Wischler und Weimaraner also so ein bisschen wieder die Nase vorn. Ich habe jetzt überlegt, wie ich das darstelle. Also ich würde sagen, ja, 1 von 4, 1 von 5 zeigt dann doch schon Jagdtrieb, was aber meistens wirklich auf den Bewegungshunger und die fehlende Auslastung und Bewegung zu schieben ist. Zu sagen, er hat gar keinen Jagdtrieb, ist falsch. Also ich kann den Dalmatiner nicht mit dem Havaneser gleichsetzen oder mit dem Mops. Der Dalmatiner ist ein Hund, der gerne rennt. Und wenn da ein Reh rennt, dann rennt der erstmal hinterher des Rennenswillens. Und daraus kann sich halt dann auch Spaß am Jagen entwickeln. Die Frage ist also letztlich, ist es durchschnittlich oder ist es schlechter oder besser? In solchen Fällen, wenn ich mich nicht entscheiden kann, nehme ich immer meinen Milan als Beispiel. Der, wo läuft er? Da rumläuft. Ja, auch ein sehr bewegungshungriger, sehr flinker, sehr agiler Hund. Und der zeigt durchaus Interesse am Jagen. Der hat durchaus Lust, da hinterher zu rennen. Aber trotzdem ist es bei Milan eher Mittelmaß, würde ich mal sagen. Meiner Erfahrung nach hat der Dalmatiner ein bisschen weniger Bock zu jagen, als es Milan hat. Deshalb hier 4 Punkte im Bereich Jagdtrieb. Aber, dickes Ausrufezeichen, wenn die Bewegung fehlt, dann wird er jagen gehen. Schaut also, dass ihr wirklich lange Spaziergänge, Freilauf,
Das da braucht er. Der muss sich bewegen können. Fahrrad fahren, joggen, das ist alles super. Longieren, Agility. Hauptsache, der kann rennen. Ihr müsst euch den Dalmatiner so ein bisschen wie eine Mischung aus Usain Bolt und Haile Gebrselassie vorstellen. Das ist ein Hund, der sehr, sehr lange rennen kann, der wirklich Ausdauer hat ohne Ende. Man sieht es schon am Körperbau, an der Muskulatur. Aber die haben auch mal Bock zu sprinten und die wollen einfach ihre Muskeln nutzen, die wollen den Akku leer machen und die wollen rennen, rennen, rennen. Und das ist der wichtigste Punkt. Das solltet ihr wirklich versuchen hinzubekommen. Der letzte Punkt, Verhalten. Hier müssen wir jetzt dann doch noch mal ganz klein wenig genauer hinschauen, denn es gibt ein, zwei Kleinigkeiten, die wir besprechen müssen. Im Umgang mit Menschen, im Umgang mit Kindern ist der Dalmatiner tatsächlich wirklich sehr nett. Er bringt aber auch eine gewisse Portion Wachsamkeit mit. Das kann natürlich mal schwierig werden, wenn es klingelt oder der Postbote vor der Tür steht. Solche Geschichten ist aber nicht viel mehr als bei Weimaraner oder Wischler auch. Im Verhalten mit Artgenossen hingegen gibt es einen Punkt, den wir hier so ein ganz klein wenig herausheben müssen. Die Mädchen habe ich als sehr, sehr freundlich und sehr zurückhaltend kennengelernt. Die Rüden können aber schon mal ein bisschen sehr prollig wirken und prollig auftreten. Eine ähnliche Argumentation hatten wir beim Weimaraner schon. Hier haben Dalmatiner und Weimaraner-Rüden eine Sache gemeinsam. Die sind sich ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit durchaus bewusst. Der Schmidt zum Beispiel in der Huta, der war nett, der hatte auch eine lange Leitung, der hat sich viele Sachen auch angeguckt, aber wenn es ihm zu bunt wurde, hat er auch Backpfeifen verteilt und dann wusste er auch, dass er das kann. Ne? Also, aber hier und da mussten wir dem Schmidt schon mal die Löffel langziehen und sagen, jetzt hör mal auf, du Blödmann, was soll er denn? Es ist aber trotzdem relativ einfach zu lösen und jetzt nicht ultra kompliziert. Hier müssen wir jetzt aber nochmal einen kleinen Schwung zum Bereich Erziehung und Auslastung machen, denn letztlich steht und fällt das Verhalten eures Dalmatiners vor allem mit der Erziehung und der Auslastung. Der Otto zum Beispiel, der bei uns in der Hundeschule war, der war auch einfach mal ultra prollig und der hat sich ständig mit anderen Rüden gekabbelt und dann alleine einen Affen gemacht. Insgesamt wäre das gut lösbar gewesen, die Besitzerin konnte es aber nicht durchführen. Bei mir hat er das Verhalten nicht gezeigt, bei Lars hat er das Verhalten nicht gezeigt, in der Huta hat er das Verhalten nicht gezeigt, bei der Besitzerin hat er aber den Molly gemacht. Die hat er einfach nicht für voll genommen. Wie ich am Anfang gesagt habe, das ist ein erzieherisches Problem und man muss halt schon auch noch ein bisschen was tun und manchmal ist es nicht ganz so einfach, weil es eben ein robuster Hund ist. Dennoch habe ich auch schon einige Dalmatiner mit Maulkorb gesehen. Man unterschätzt sehr häufig, wie robust diese Hunde sind, welchen Energiebedarf die haben, wie viel Gas dieser Hund geben kann und wie viel er im Zweifel auch bereit ist einzustecken. Und hier kommt jetzt dazu, dass wenn man in der Erziehung einfach nicht den richtigen Weg für sich findet, im Verhalten tatsächlich Probleme kriegen kann. Und deshalb gibt es auch tatsächlich Dalmatiner, die ein bisschen, ja, schwieriger mit anderen Hunden sind. Es gibt hier im Bereich zum Beispiel eine Dogwalkerin, die mehrere Hunde in ihrer Gruppe hat, unter anderem auch Dalmatiner, die teilweise ihre eigenen sind und nicht jeden davon kann sie ohne Maulkorb in der Gruppe frei laufen lassen, weil sie das einfach nicht gelöst kriegt. Das ist jetzt keine Schelte, das ist auch nicht irgendwie kritisch gemeint, es ist manchmal einfach nicht so leicht und gerade wenn du mehrere Hunde hast, kann das durchaus schwierig werden. Wichtig ist wirklich eine solide Basis in der Erziehung zu haben, damit halt andere Dinge wie Jagdverhalten und Verhalten Artgenossen gegenüber auch vernünftig sind. Und hier kommt man mitunter mit ausschließlich positiven Ansätzen und ohne eine gewisse Struktur in der ganzen Geschichte nicht ans Ziel. Das kann tatsächlich passieren. Aber insgesamt ist der Dalmatiner in 8 oder 9 von 10 Fällen wirklich ein toller Hund, was Artgenossen angeht. Ich habe auch wieder hier überlegt, ob der Dalmatiner besser oder schlechter als der Wischler und der Weimaraner dasteht. Auf jeden Fall ist der Wischler mir ein bisschen besser und der hat von uns ja 5 Punkte gekriegt, weil die wirklich, wirklich sehr sensibel und sehr angepasst mit Artgenossen sind. Der Weimaraner ist da schon so ein bisschen mehr mit Bums und der Dalmatiner hat mir im Zweifel auch noch ein bisschen mehr Bums. Die, wenn die sich was nicht sagen lassen wollen, sind die schon eher dabei zu diskutieren und auch mal mit dem Artgenossen rumzuprollen und solche Geschichten. Die Rüden ein bisschen mehr als die Mädchen, aber auch die Mädchen haben Schmalz hinter den Locken, wie ich gerade erwähnt habe, denn auch der ein oder andere Hundetrainer ist da an dem Punkt, wo er es nicht einfach so lösen kann. Im Verhalten Artgenossen gegenüber, würde ich sagen, ist das Mittelmaß. Sein Verhalten Menschen gegenüber ist aber deutlich besser. Da ist das Wachhafte und die Mannschärfe, die der Weimaraner durchaus mitbringt, nicht ganz so ausgeprägt. Da ist er ein bisschen sanfter, da kann er wieder ein bisschen mehr Boden gut machen. Er ist auch nicht ganz so sensibel wie Weimaraner oder Wischler zum Beispiel, wenn es laut ist oder hektisch oder tralala. Von daher ist es nur fair zu sagen, der Dalmatiner kriegt hier in diesem Bereich 4 Punkte und zieht mit dem Weimaraner gleich. Nur um das nochmal ins Verhältnis zu setzen, das Verhalten Artgenossen gegenüber beim Dalmatiner ist ein bisschen schwieriger als beim Weimaraner, aber alle anderen Bereiche, Menschen, Kinder, Unruhe, sind insgesamt ein bisschen besser. 4 Punkte.
Kommen wir zum abschließenden Fazit über den Dalmatiner. Der Dalmatiner ist tatsächlich ein toller Hund. Leider Gottes sieht man ihn immer weniger. Ich habe deutlich mehr Wischler, Weimaraner, Labradore und andere Retriever, als ich den Dalmatiner habe. Das mag daran liegen, dass vielleicht eine Zeit lang die gesundheitlichen Probleme etwas häufiger vertreten waren, Stichwort Taubheit und Blindheit. Das mag daran liegen, dass es einfach die kräftigere Variante ist im Vergleich zum Wischler, der im Moment einen sehr starken Boom hat. Oder aber auch vielleicht daran, dass es ein extrem bewegungshungriger Hund ist. Nichtsdestotrotz kann ich den Dalmatiner tatsächlich sogar als Anfängerhund empfehlen. Wie ihr anhand der Punkte seht, hat er hier wirklich sehr, sehr gut abgeschnitten und befindet sich unter den ersten Rängen unserer Hunde bisher. Die Empfehlung für Anfänger ist aber mit einer Einschränkung zu sehen. Und zwar ist es dieser Bewegungshunger. Der Dalmatiner ist ein Hund, der wirklich Energie hat, der rennen muss, der Bewegung braucht. Wenn ihr jung seid, wenn ihr aktiv seid, wenn ihr fit seid, wenn ihr gern joggen geht, wenn ihr gern Sport macht, wenn ihr gern Rad fahrt, dann ist der Dalmatiner wirklich eine tolle Erweiterung für euer Leben. Auch wenn ihr Kinder habt und einfach ein aktives Leben führt, viel in der Natur seid, kann der Dalmatiner da deutlich besser reinpassen als vielleicht der Weimaraner oder der Wischler. Einzig die etwas größere Größe, das etwas höhere Gewicht und der etwas ungeschicktere Umgang mit Artgenossen könnte man ihm noch zur Last legen. Ansonsten ist der Dalmatiner bis auf den Bewegungsdrang wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Hund. Was ich euch empfehlen würde, ist neben der Tatsache, sich einen vernünftigen Züchter mit entsprechend gut geführten gesundheitlichen Untersuchungen, vor allem über Augen und Ohren, zu suchen, ist, dass ihr mit eurem Dalmatiner-Welpen in eine gut besuchte Welpenstunde und in eine gute Hundeschule geht. Es sollte ein guter Mittelweg sein zwischen Verständnis, zwischen trotzdem aber einer gewissen Konsequenz. Eine liebevolle Konsequenz, die es da braucht, ist sehr, sehr wichtig. Bei einigen schafft man es nicht ausschließlich über positive Herangehensweisen, aber eine rein negative Herangehensweise und viel Druck ist auch das allerletzte, was der Dalmatiner braucht. Ein gesunder Mittelweg, viel Kontakt zu Artgenossen, viel Bewegung und zusätzlich noch ein bisschen an der Ruhe arbeiten und dann habt ihr mit eurem Dalmatiner wirklich einen richtig, richtig coolen Kumpel für euer Leben. Bedenkt aber bitte, dass die Fütterung beim Dalmatiner ein bisschen anspruchsvoller ist, weil ihr hier und da ein bisschen gucken müsst, was drin ist. Aber auch das kann man sich im Internet schnell anlesen und hat relativ schnell ein paar gute Angebote, egal ob Nassfutter, Trockenfutter oder aber Barf parat. Das war's für den Dalmatiner heute. Ich bin raus. Ich wünsche euch was. Tschüss. Bleibt gesund.